Und damit, meine Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge des Indie Showcase. In dieser Videoreihe werde ich euch in jedem Video ein Spiel vorstellen. Die Videos werden unterschiedlich lang, je nachdem, wie lange ich meiner Meinung nach brauche, um euch ein Spiel richtig zu zeigen. Und das heutige Spiel ist Vulgar the Viking. Ich werde alle Spiele ausgiebig gespielt haben, zumindest so sehr, dass ich weiß, worum es geht. Und Vulgar the Viking ist ein 2D-Action-Plattform, wenn man so möchte. Sehr stark inspiriert von Spielen wie Ghosts and Goblins auf dem Super Nintendo. Das Spiel ist schwer. Es ist ein verdammt schweres Spiel. Ja, das hier links würdet ihr normalerweise nicht sehen, diese Öffnung, aber das liegt daran, dass ich das erste Level hier schon geschafft habe. Wir sehen, wir sind ein Wikinger. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, Dinge, die wir tun können. Wir können mit unserem Schwert zuschlagen. Wir können einen Speer werfen. Wenn wir diesen Schild haben, können wir unseren Speer aufladen und werfen. Der Speerwurf wird noch für spätere Zwecke sehr interessant werden. Die blauen Echsen brauchen zwei Hits. Ich kann euch sagen, ihr werdet vermutlich, wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, schon an dieser Stelle gestorben sein. Das ist keine Schande. Die Bienen können auch ein sehr großes Problem werden, wenn man nicht weiß, was man tut. Ihr könnt einen Schwertstoß nach unten machen. Ihr könnt einen Doppelsprung machen. Und das Interessante ist, wir machen Schaden um uns herum, wenn wir den Doppelsprung ausführen. Wie wir sehen können, kreist das Schwert um uns. Und wenn wir damit was treffen, dann nehmen die Gegner Schaden. In Schatzkisten finden wir Ausrüstung. Die Ausrüstung, wenn man gar kein Schild hat, findet man den Holzschild da drinne. Wenn man den Holzschild hat, den Eisenschild. Wenn man den Eisenschild hat, den Wikingerhelm. Also den gehornten Helm hier. Und ja, immer so weiter. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir ein Ausrüstungsstück. Und sobald wir keine Ausrüstungsstücke mehr haben, sind wir tot beim nächsten Hit. Hier wollen wir nicht runterfallen. Das Spiel sieht weit einfacher aus, als es ist. Einfach, weil ich es schon mehrfach durchgespielt habe. Ja, wir sehen, der Schild hält natürlich Angriffe ab. Diese Pflanzen hier sind ziemlich fies. Und ich glaube, wir werden hier schon direkt den... Genau, hier kann ich euch mal zeigen, was der Speer auch noch kann. Wenn wir den Speer in eine Wand werfen, wie wir vorhin schon gesehen haben, und man ist nicht verkackt, darauf zu landen, kann man ihn als Plattform nutzen. Ja, die Bienen werden aggressiv, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Und dann wollen wir sie ausschalten. Diese Spinnen, ich mache die hier mit tot, wir werden später noch sehen, was die können. Hier zum Beispiel. Und hier haben wir noch eine Schatzkiste. Da wir jetzt schon diese beiden Ausrüstungsstücke haben, bekommen wir das Flammenschwert, was die doppelte Menge an Schaden macht, glaube ich. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt getroffen werden, verlieren wir das Schwert und unseren Helm. Was den Doppelsprung angeht, wir können natürlich einfach so doppelt springen, wir können nach links oder rechts springen. Man kann aber auch in eine Richtung springen und dann den Steuerknüppel loslassen und einfach nochmal auf die Sprungtaste drücken. Dann bleibt man quasi in der Luft stehen. Das ist für einige Plattform-Segmente sehr wichtig. Hier sehen wir auch nochmal. Oh Gott, ich möchte jetzt ungern getroffen werden. Da ist nochmal so eine Spinne. Wie gesagt, ihr werdet im Spiel viel sterben. Das sieht bei mir jetzt nicht so aus, weil ich das Spiel, wie gesagt, schon echt oft durch habe. Aber glaub mir, es ist alles andere als einfach. Ich wollte sogar sagen, es ist manchmal ein bisschen unfair. Wir können... Oh, das war die falsche Taste. Ups. Der hält drei Schläge aus oder zwei, wenn wir das Feuerschwert haben. Man konnte... Genau, mit der hinteren linken Taste kann man so ein bisschen rauszoomen, um zu sehen, was vor sich ist. Mit hinten rechts können wir uns rollen, wenn wir wollen. Und ab jetzt bekommen wir nur noch Geld aus den... Also Schätze aus den Truhen. Und diese Stelle hier hasse ich. Oh, falsche Richtung. Oh Gott. Ja, es könnte sogar gut sein, dass wir hier jetzt sterben. Ja. Und jetzt seht ihr das Tolle. Man startet vom Anfang des Levels. Das Spiel hat außerdem mehrere Endings, je nachdem, wie oft man gestorben ist. Und ich glaube auch, wie viele Schätze man gesammelt hat. Und ja, ihr werdet mit der Zeit einfach lernen, das Spiel zu speedrunnen, aus dem Grund, dass ihr es irgendwann lernen müsst. Also zumindest durch einzelne Level relativ schnell durchzukommen.
Denn jedes Level hat genau einen Checkpoint. Du siehst übrigens der Blitz, der runterkommt, wenn man den Helm einsammelt, tötet auch Gegner. Jedes Level hat genau einen Checkpoint, und zwar in der Mitte des Levels. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen erhöht das natürlich den Schwierigkeitsgrad, aber das gibt einem auch die Möglichkeit, die Ausrüstung wieder einzusammeln. Und gerade gegen die Bosse wollt ihr die Ausrüstung haben. Ich habe das Spiel mit dem zweitbesten Ending, glaube ich, durchgespielt. Glaub mir, ihr wollt für die Bosse gute Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jedes Mal hier wieder das Feuerschwert zu holen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach liegen, um schneller durch das Spiel zu kommen. Denn ich möchte euch gerne den ersten Boss noch zeigen. Nicht mal unbedingt schaffen, aber ich will euch den zumindest einmal zeigen. Hopp. Das Spiel ist verfügbar auf Steam. Für, wenn mich alles täuscht, 15 Euro. Das Spiel ist verfügbar auf Steam, auf der Website des Entwicklers natürlich. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich glaube auch im Humble Store. So, Pflanze. Wir könnten einfach an dir vorbeirennen, denn ich bin nicht darauf aus, alle Schätze zu sammeln. Okay. Komm her. Ja, wenn ihr euch duckt und die Sperrtaste drückt, schlagt ihr auch nur zu. Man kann auch nach unten drücken und A, um zu rollen, aber warum? Ja, wenn man es kann, möchte man Gegner aus der Ferne mit dem Speer rausnehmen. So, und jetzt möchte ich einmal... Nee, das war noch nicht hier. Denn jedes Level hat außerdem noch ein verstecktes Item, das ich euch gerne zeigen will. Hier sehen wir auch noch anderen Nutzen für den Speer. Wir können ihn als Schild benutzen, also um Angriff von Gegnern abzufangen. Vorausgesetzt, wir ducken uns dann auch, wenn er nicht weit genug oben ist. Wir haben jetzt den Helm und das Schwert verloren. Das ist ziemlich ärgerlich, aber kein allzu großes Problem. Das war die falsche Taste. Gerade bei solchen Situationen wollt ihr rauszoomen. Hier sehen wir, dass das Spiel uns quasi dazu zwingt, herauszufinden, dass der Doppelsprung Schaden macht. Denn anders ist es ziemlich schwer, da durchzukommen. Und hier haben wir den Mittelpunkt des ersten Levels. Interessanterweise, hier zum Beispiel diese Schleifspur an der Wand, ist ein Anzeichen dafür, dass wir hier einen Speer reinwerfen sollen. Das Spiel hilft einem ab und zu so ein bisschen, aber erwartet nichts Großartiges. So. Ich glaube, ich kann ja richtig einen auf Total Biscuit machen und euch mal das Optionsmenü zeigen. Ja, wir können die Steuerung komplett customizen, wir können die Grafik ziemlich einstellen, wie wir wollen. Wir haben Soundoptionen und wir haben ja, eine Menge anderer Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel einen Speedrunner-HUD anmachen. Dann sehen wir da unten einmal, wie lange wir insgesamt brauchen, wie lange wir bisher für das Level brauchen, glaube ich. Wir können keine Loading-Screens haben, aber dafür wird unser RAM-Verbrauch dann weit höher und so weiter. Ganz viele so eine Sachen. Wir können auch nach oben drücken, um den Speer aufzuladen, dann mit der Angriffstaste werfen. Ich sehe dafür keinen Nutzen, aber ich sehe auch keinen Grund, warum man es ausschalten sollte. Außer man sagt, es stört einen, wenn man irgendwas anderes machen will. Hey, wir haben unser Schwert wieder. So, das ist natürlich eine etwas trickigere Situation, denn hier wollen wir tatsächlich über die Pfeile rüber, dann den Speer werfen und so schnell wir können darauf. Ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen, das Spiel ist nicht leicht. Glaubt mir, das Spiel wird euch kaputt machen, wenn ihr es das erste Mal spielt. Hier sehen wir, warum der Schild recht wichtig ist. Ah, shit. Okay, 1, 2, 3. Okay, 3 jetzt reichen. So, und ich glaube, hier ist irgendwo das Item versteckt. Ja, machen wir erstmal dich kaputt von mir. War das hier unten? Ja. Dieses Item, das da liegt, ist in jedem Level einmal versteckt. Und wenn ich mich nicht täusche, immer in der zweiten Hälfte. Das gibt uns die Macht von Thor oder Odin oder von wem auch immer. Und wir werden gleich sehen, was das kann. Wenn nicht aus Versehen, dann werde ich es provozieren. Hier sehen wir,
Die greifen uns von hinten an. Wir können die tatsächlich mit dem Schild ablocken, auch wenn der Schild auf unserem Rücken ist. Und das gibt auch ein Achievement. Ich glaube, Shield got my back oder so heißt das. So, das hier ist eine der schlimmsten Stellen in diesem Level. Ich hasse sie. Das passiert dann, wenn wir das Item haben und getroffen werden. Das Item blockt einen Treffer ab und macht dann diesen AOE-Angriff um uns rum. Ich hätte es euch gerne... falsche Taste. Ich hätte es euch gerne zu einer anderen Gelegenheit gezeigt, beim Boss zum Beispiel. Denn das macht schon echt guten Schaden und das war gar nicht knapp, dass ich da durchgekommen bin. Ah, die Stelle ist nicht schön. Aber... ja, wir können hier hoch, da werfen wir die Speere durch und wir werden dann gleich sehen, dass die Spuren auf den Speeren landen. Wodurch wir hier relativ easy durchkommen. Ich glaube, da hinten liegen noch eine Kiste oder so, aber da muss ich nicht ran. Und das habe ich gar nicht gesehen. Das war gut von mir. Oh Gott. Okay, easy. Okay, wir bekommen irgendwann, entweder das ist aus bestimmten Kisten oder wenn wir genug Kisten geöffnet haben, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, diese Orbs. Und mit den Orbs können wir spezielle Level freischalten, die benötigt sind, um das beste Ending freizuschalten. Denn damit schaltet man alt. Du solltest einen Double Jump machen. Ich hasse dich, Volga. Denn damit kann man bestimmte Level freilegen. Und darauf werde ich gleich noch eingehen, wenn ich das Level hier durch habe, wie das damit funktioniert. Oh, jetzt mache ich so wenig Schaden. Ich hätte das echt gerne für den letzten Boss noch gehabt. Für den letzten Boss hätte ich das auch ganz gerne, aber das ist ein bisschen unrealistisch. Bist du eigentlich eine Wand? Ja. So, diese Tür ist immer ein Zeichen dafür, dass der Boss gleich auftaucht. Da oben sehen wir ihn noch schon, den netten. Ja, er macht eine Druckwelle und was wir machen wollen. Na, das ist einfach mal. Wir wollen auf ihn rauf und ihn angreifen, so oft wir können. Er wird irgendwann anfangen, die netten Kollegen zu spawnen. Das ist für gewöhnlich kein Problem, wir können die einfach einmal hitten. Und wenn ihr das Feuerschwert habt, könnt ihr ihn tatsächlich direkt bei einem Versuch einfach töten. Wenn ihr es schafft, schnell genug direkt nach oben zu kommen, dann könnt ihr tatsächlich einfach X-Spam und ihn damit killen. Aber da ich das Schwert nicht habe... Oh, wie lädst du denn noch aus? Hopp. Ich bin bei diesem Boss oft gestorben, als ich ihn das erste Mal gemacht habe. Und damit kommt die Truhe vom Himmel, gibt uns ein Ausrüstungsstück, in diesem Fall der Holzschild. Und noch einen von diesen Orbs. So, ich glaube nicht, dass das ausgereicht hat, um die Spezialversion vom nächsten Level freizuschalten. Wir sehen da oben in der Mitte, dass wir das erste Level geschafft haben. Die jeweiligen Vierecke stehen für die jeweiligen Level. Und doch, hat tatsächlich ausgereicht. Eigentlich müsstet ihr da unten rechts weiter in das nächste Level. Wenn ihr allerdings diese Orbs aus den Kisten sammelt, entzündet ihr hier das Feuer. Und könnt dann eine schwerere Version des nächsten Levels spielen. Was einen dabei abfuckt, ist die Tatsache, dass zunächst einmal die Level weit schwerer sind. Und wenn ihr zu oft in den schweren Versionen stirbt, kommt ihr in die normale Version. Was nicht unbedingt cool ist. So, diese Krabben kann man auf zwei Arten besiegen. Man kann entweder, so wie ich, einfach Double Jumpen und verrecken. Sollte man nicht, kann man aber. Ja, die Dinger aktivieren sich, wenn man zu nah an die dran kommt. Und home dann quasi auf einen. So, damit können wir die direkt rausnehmen. Wir warten einfach mal, bis er geschossen hat, machen dann einen Double Jump. Und werfen einen
Speer auf den. Irgendwann geht seine Krabbe tot und der Wassermann landet. Jedes Level hat ein eigenes Theme. Das hier ist sehr Atlantis-mäßig. Es gibt auch noch eins, das ist auf einem Luftschiff zum Beispiel. Ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel spoilern. Ja, ihr habt das tolle Sprungangriffsmuster. Aber das Spiel hat eine sehr, sehr schöne Varietät an Leveln. Und ganz ehrlich, ich glaube, das reicht, um euch einen Eindruck von Volga the Viking zu machen. Wenn ihr das Spiel spielt, macht euch darauf gefasst zu ragen. Selbst wenn ihr eine Person seid, die für gewöhnlich nicht raged. Glaubt mir, dieses Spiel entfacht den Wikinger in euch. Aber wenn ihr das Spiel geschafft habt, egal wie scheiße das Ending ist, das ihr bekommen habt, ihr werdet euch feiern. Ich habe das Spiel damals im Livestream gespielt und oh mein Gott, habe ich mich gefreut. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin der Kuchenjäger und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim Indie Showcase. Bis dahin und tschüss.